SWR 1 Niedersachsen. Die 60 Sekunden Zeitmaschine. 20. Februar. Ich mag Slippidi-Doo, ja, die gefallen mir so. Ich trage Slippidi-Doo, denn die sitzen am Boot. Dieses neue Höschen verspricht fast nahtlosen Sitz und frische Farben in 5 Formen. Damit poliert die Wäschefirma Schießer in den 80er Jahren ihr angestaubtes Image auf. Denn weiße Feinripp-Unterwäsche ist zwar strapazierfähig und darf in die 60-Grad-Wäsche, aber sexy ist sie nicht. Papa, sind deine Sachen auch von Schießer? Natürlich, dein Papi trägt nur Schießerwäsche. Heute vor 175 Jahren wird der Firmengründer Jacques Schießer geboren. Der Schweizer baut eine Fabrik in Radolfzell am Bodensee. Anfang des 20. Jahrhunderts werden bei Schießer bereits 12.000 Wäschestücke im Jahr produziert. Auch lange Unterhosen für die Soldaten des Kaiserreichs. Nach Schießers Tod übernimmt sein Neffe Jean die Firma, führt sie durch Weltkriege und Wirtschaftskrisen. Unter seiner Leitung wird auch das berühmteste Produkt entwickelt, die Doppelfeinripp-Unterhose mit Seiteneingriff. Wofür der eigentlich gut sein soll, fragt sich mancher bis heute. In Schießerwäsche fühlt man sich wohl und ist immer korrekt angezogen. Der Rest ist Geschichte.